In diesem kürzlich hochgeladenen Video habe ich den Blast Airdrop nochmal gezeigt und vor allen Dingen das Blast Ökosystem und wie man da Punkte verdienen kann. Unter dem Video hat jemand kommentiert, dass das Projekt im Blast, wo man am besten Punkte verdienen kann, Spacebar sein soll. Und darum habe ich mir im heutigen Video Spacebar einfach mal angeschaut. Und ich glaube, das ist wirklich ziemlich cool. Und das wird so eine Art Team-Event. Also würde mich freuen, wenn wir da zusammen was machen könnten. Bevor wir da in die ganzen Details gehen, wie immer der Disclaimer, stoppt das Video und liest dir das hier durch. Und vielleicht noch ganz schnell ein Hinweis. Ich habe Block Games schon zwei, dreimal vorgestellt. Das endet am Montag. Heute ist Samstag, am Montag endet das Ganze. Du siehst, ich habe hier mittlerweile schon 9000 Punkte eingesammelt. Das sind fast 10.000 Dollar nach gegenwärtigem Wert. Es lohnt sich unglaublich, hier bei Block Games noch mitzumachen. Check auf jeden Fall mal die Videos zu dem Thema aus und ich verlinke dir das Projekt auch nochmal. Videos findest du zum Beispiel, schauen wir mal ganz schnell hier, bei Param erwähne ich das und hier ebenfalls. Das ist richtig crazy, was da gerade geht. Also ich kann dir empfehlen, check das wirklich, wirklich mal aus. Okay, kommen wir zu Spacebar. Spacebar ist im Blast-Ökosystem. Hier hast du das Blast-Dashboard, das kennst du schon. Und du siehst, es ist eins der Projekte, die hier genannt werden, Spacebar ist. Zum Bereich NFT und Gaming. Also ich habe mich da registriert und habe das Ganze gestartet. Wenn man das startet, fängt man damit an, dass man dieses kleine Raumschiff hier konfiguriert. Konfigurieren heißt im Wesentlichen, man sucht sich ein NFT aus einer Collection aus, was hier als Bild angezeigt wird. Du kannst eigentlich jedes beliebige nehmen, einfach irgendwas, was dir gefällt. Das hat bestimmte Einflüsse, welches NFT du hier aussuchst. Das kannst du aber auch im Laufe des Prozesses rausfinden, weil man das sowieso auch nochmal austauschen kann. Und im Augenblick ist es noch relativ dünn, was hier möglich ist. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, jeden Tag Punkte zu verdienen. Ich würde vorschlagen, wir klicken uns hier einfach einmal durch, damit du ein bisschen siehst, was hier im Augenblick geht. Und wir gucken gleich mal auf Twitter. Da stellen sie ja schon mal vor, wie das in Zukunft aussehen wird, weil da einiges kommen wird. Also erstmal, du kannst mit diesen Tasten dein kleines Spaceship hier bewegen. Gibst ihm einen Namen, C-Westphal in meinem Fall. Und du kannst dann auch auf diese Dinger hier fliegen und dann drauf mit der Spacebar eben draufgehen, damit es aktiviert wird. Kann das aber auch ganz traditionell mit der Maus machen. Gucken wir erstmal rein, Staking. Staking ist natürlich eine Möglichkeit für die jetzt hier ein bisschen Liquidität drauf zu kriegen. Und ich habe ja auch ein bisschen gestaked, einfach um diesen Punkt abzuhaken. Ich habe hier einfach, was habe ich denn reingetan? Nicht viel auf jeden Fall. Ah, ich glaube, da sieht man den Punktebutton. Ah, hier. 0,005 Ethereum. Also wirklich, ich habe einfach mal ein bisschen reingetan, dass ich sage, okay, ich stake hier auch was und das war es dann hier eigentlich auch. Das ist erstmal nicht so interessant, kann man natürlich machen, um da ein bisschen Punkte zu verdienen. Wenn wir bei den Punkten da mal kommen, hingehen, sehen wir hier, 614 Punkte habe ich jetzt eingesammelt. Und das entspricht 24 Blast-Punkten. Wie viel Blast-Token das am Ende des Tages entsprechen wird und wie viel Spacebar-Token, keine Ahnung, weiß im Augenblick keiner, ist jetzt aber auch erstmal nicht entscheidend. Für Staking bekommt man ein bisschen Punkte, aber vor allen Dingen bekommst du Punkte für den Daily Check-In. Das ist das, was der User unter meinem Video meinte. Du kannst einfach auf Go to Check-In gehen und habe jetzt 2 Tage gemacht und dann sagst du, ah, ich muss noch ein bisschen warten hier bis zu meinem nächsten Check-in, ist zu früh. Da würde ich jetzt hier auf Tag 3 einfach klicken und bekäme diese 270 Punkte dazu. Das war's. Das kannst du jeden Tag machen und damit kriegst du auf jeden Fall schon mal Punkte und hast auch Punkte im Blast-Ökosystem. Das heißt, das ist hier wirklich eine Möglichkeit, wie du ohne auch nur einen einzigen Cent zu investieren Punkte bekommst bei Blast und wie du dich für den Blast-Airdrop qualifizieren kannst. Und das ist eine der wenigen Sachen im Blast-Ökosystem, die tatsächlich ohne jegliches Investment gehen. Also das, denke ich, kann man auf jeden Fall machen. Und dann gibt es natürlich ein Referral-System. Ich lasse dir meinen Referral-Code hier. Ich selbst habe noch keinen Referral-Code. Das heißt, also angewendet. Das heißt, der Erste, der mir einen Code schickt, der schon bei Spacebar ist, dann den benutze ich hier, den mache ich hier rein und dann sind wir sozusagen verbunden. Und das Referral-Programm hier ist insofern ganz interessant, weil man als Team zusammen einfach mehr verdient. Also sowohl derjenige, der geworben wird, als auch der Geworbene. Das heißt, es ist wirklich ein Win-Win. Und darum macht es einfach auch total Sinn. Und insbesondere, was ich als nächstes machen möchte hier, sind diese Squares. Squares sind wirklich Teams. Das heißt, wir können uns hier zu einem Team zusammenschließen und können dann als Team hier viel mehr verdienen. Und es wird auf dem Dashboard hier viel mehr Aktivitäten geben. Hier soll es Games geben, hier soll es so einen Social-Fi-Aspekt geben. Ich glaube, dass da gute Möglichkeiten sind.
Das sehen wir bei Twitter auch ganz gut. Also siehst jetzt hier, die Squares kommen am 11. April, da mache ich auf jeden Fall dann ein Follow-up. Und dann siehst du auch hier in diesem Video schon so ein bisschen, dass da mehr geboten sein wird, ne? Also du siehst, dass der Bildschirm hier sieht schon wesentlich mehr busy aus, da sind viel mehr Felder angegeben, da ist wesentlich mehr Aktivität. Also ich glaube, dass das spannend sein kann. Ich glaube, fürs Community Building kann das ziemlich cool sein. Ich würde es gerne einfach mal ausprobieren. Wir können ja sehen, wie es sich entwickelt und wenn es Spaß macht und was bringt, okay, machen wir es. Wenn nicht, dann lassen wir es halt. Das wollte ich mir auf jeden Fall heute vorstellen. Ich hoffe, würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch mit dabei ist. Sei es einfach auch nur darum, die Blastpunkte für ohne Aufwand zu farmen. Einmal am Tag einloggen und ein bisschen Blastpunkte mitnehmen, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Idee, der man was abgewinnen kann. Das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Ich stelle auf diesem Kanal ständig, fast jeden Tag, neue Projekte vor, mache Follow-ups zu Projekten. Hier zum Beispiel mein Easy Earn Follow-up. Ich denke, dass das für den einen oder anderen interessant sein könnte. Freut mich, wenn ihr mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.